Herzlich willkommen zum Performance Report von W5 Invest. Mein Name ist Kai Hauschild und in diesem Video besprechen wir die Handelsergebnisse des Impulse Tradings für die erste Juli-Hälfte. Unsere Impulse Trading Strategie ist eine Eigenentwicklung, mit der wir Aktien kurzfristig handeln. Unsere zweite Strategie bei W5 Invest ist die S&P 500 Strategie, eine Investmentstrategie mit einem mittelfristigen Anlagehorizont, bei der es nur wenige Trades im Jahr gibt, und wir ausschließlich den Index selbst handeln. Dazu mehr am Ende des Videos. Unsere Impulse Trading Mitglieder erfreuen sich aktuell sehr, denn wir konnten ein neues Hoch in unserer Equity-Kurve markieren. Wir stehen jetzt bei 15,4% Rendite bei einem maximalen Drawdown von 3,7%. Somit erreichen wir hier ein ausgezeichnetes Performance-Drawdown-Verhältnis von 4. Wie das Ergebnis der ersten Juli-Hälfte entstand, besprechen wir jetzt. Das Trading Window aus dem letzten Monat schloss sich zum Monatsbeginn. Die letzten Signaltage waren am 30. Juni und am 6. Juli. Danach öffnete sich kein neues Trading Window, es gab keine weiteren Signaltage und somit auch keine weiteren Handelsmöglichkeiten. Wir blieben und wir bleiben auch aktuell mit unserem Impulse Trading an der Seitenlinie, wodurch wir während der Abwärtsphase keinen Drawdown erleiden. Zum Verständnis, die Trading Windows markieren wir mit dem blauen Kästchen. Und die Signaltage kennzeichnen wir mit den grauen Pfeilen. Durch die Signaltage erhöhen wir die Trefferwahrscheinlichkeit unserer abgesetzten Trades. In der ersten Handelswoche im Juli konnten wir uns mit Geduld aus dem lokalen 3,5% Drawdown herausarbeiten und erzielten anschließend ein neues Allzeithoch. Am Donnerstag konnten wir zwei Positionen ins Kursziel bringen, obwohl der Gesamtmarkt an diesem Tag mit einem starken Downgap eröffnete. Genau deswegen handeln wir dynamische Aktien, da diese sich in kleinen Korrekturen oft gut behaupten können. In der Woche darauf ist dann nicht mehr viel passiert. Wir schlossen lediglich die Positionen DGX und BDX, die wir noch seit der Vorwoche im Depot führten. Darüber hinaus gab es keine neuen Handelsmöglichkeiten. Daher haben wir den Abwärtstrend des S&P, der am Freitag begann, nicht mitgemacht. Wir sehen an dieser Stelle, wie wichtig ein übergeordneter Filter ist, der uns aus unübersichtlichen Situationen herausholt. Unser Filter ist an klare Regeln gebunden. Das hilft uns dabei, keine diskretionären Entscheidungen treffen zu müssen, die gerade in schwierigen Phasen emotional belasten können. Der Handel im Impulse Trading wird sich fortsetzen, sobald neue Trading Windows aufgehen und neue Signaltage entstehen. Bis dahin sind wir an der Seitenlinie. Einer der Trades, der mitverantwortlich für unser neues Allzeithoch ist, war unser Trade der Prologis-Aktie und gleichzeitig auch unser größter Gewinner der ersten Juli-Hälfte. Wir stellen den Trade jetzt als Einzeltrade vor. Am Mittwoch, dem 7. Juli, stiegen wir ein in der Prologis-Aktie, eine US-Logistikimmobiliengesellschaft. Der Impuls, der unsere Order riss, setzte sich am Freitag dann mit guter Stärke fort und die Aktie riss unser Kursziel. Durch diesen Trade ergab sich ein Gewinn in Höhe von $882 auf unserem Handelskonto. Unser zweitgrößter Gewinner war der Trade in der Aktie von Cassava Sciences, ein US-Biopharma-Wert. Am Mittwoch, dem 7. Juli, wurde unsere Order ausgeführt, der erwartete Impuls kam und einen Tag später, am Donnerstag, riss die Aktie unser Kursziel. Durch diesen Trade ergab sich ein Gewinn in Höhe von $876 auf unserem Handelskonto. Auch wenn die erste Juli-Hälfte insgesamt gut lief, waren vereinzelt Verlierer-Trades dabei. Unser größter Verlierer war der Trade der TE Connectivity-Aktie, ein US-Elektrozulieferer. Wir stiegen mit dem ersten kleinen Impuls am Freitag, dem 2. Juli, ein. Nach dem Wochenende ging es abwärts bis hin zu unserem Stop-Loss. Durch den Trade ist uns ein Verlust in Höhe von $609 auf unserem Handelskonto entstanden. Um zu sehen, wie gut die Handelsleistung unseres Impulse-Tradings tatsächlich ist, vergleichen wir diese mit dem breiten Markt, genauer gesagt mit dem S&P 500. Der S&P hat im Vergleichszeitraum, also seit Mitte März, eine Rendite von 9,5% erzielt bei einem maximalen Drawdown von knapp 5%. Unser Impulse-Trading dagegen zeigt sich mit 15,4% Rendite bei 3,7% maximalem Drawdown. Besser kann es kaum laufen. Wir sind sehr froh, solche sensationellen Ergebnisse präsentieren zu können. Zum Schluss noch der Blick auf unser W5 Börsenbarometer auf unserer Internetseite w5invest.com.
Das Börsenbarometer ist wie die Impulse-Trading-Strategie eine Eigenentwicklung und bildet die Grundlage unserer S&P 500-Strategie. Über den grünen und roten Bereich der Skala des Barometers zeigt es ein entweder positives oder ein negatives Börsenumfeld an und hat bisher vor jedem Börsencrash gewarnt. Einzelheiten zur Funktionsweise gibt es auf unserer Internetseite. Über die erste Julihälfte reduzierte sich das Börsenbarometer Stück für Stück, bis es im neutralen Bereich ankam, wo es aktuell 15 Punkte zeigt. Das bedeutet, dass kein positives, aber auch kein negatives Börsenumfeld vorhanden ist. Da wir noch nicht im roten Bereich sind, sind wir mit unserer S&P 500 Strategie noch im Markt investiert. Allerdings nur noch mit halber Position, da wir Gold richtig am Markthoch vor einigen Tagen in unseren Handelsanweisungen für die S&P 500 Strategie unsere Long-Position auf 50% reduzierten. Unsere Mitglieder der S&P 500 Strategie freuen sich über dieses ausgezeichnete Timing und wir freuen uns natürlich auch, das zu bieten. Am 1. Oktober 2019 haben wir die S&P 500 Strategie aufgelegt und seitdem eine Rendite von aktuell 62,5% erzielt. Vielen Dank fürs Zusehen und weiterhin erfolgreiche Trades wünschen wir allen Zusehern und insbesondere unseren Abonnenten und unseren Coaching-Teilnehmern.